Hallo ihr Lieben, kurz vorgestellt heute mit dem Spiel Star Wars aus dem Hause Lego. Ihr solltet 8 Jahre alt sein, 2 bis 4 Spieler sein und eine Runde kann 10 bis 20 Minuten dauern. Ja, Ziel des Spieles ist es, entweder alle gegnerischen Einheiten zu vernichten oder auf die Base der anderen Einheit zu kommen. Pro Spielzug könnt ihr 2 Aktionen durchführen. Entweder bewegt ihr euch oder ihr greift an. Ihr könnt aber auch 2-mal angreifen, aber dann mit 2 verschiedenen Einheiten. Genau, solltet ihr in Erwägung ziehen anzugreifen, sagt ihr, mit welcher Einheit ihr welche angreift. Jede Einheit hat verschiedene Aktionsradien, diese sind in der Regel nachzulesen. Dann wird gewürfelt. Taucht ein rotes Plättchen auf, war der Angriff erfolgreich, eine Einheit wird entfernt. Taucht ein weißes Plättchen auf, war der Angriff fehlgeschlagen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass mit Darth Vader oder Luke Skywalker angegriffen wird. Dann bei einem Treffer und das Insignien-Symbol wird auch gezeigt, ist die Einheit sofort zerstört. Ja, bei diesem Spiel handelt es sich um ein sehr taktisches Spiel, wo keine Runde der anderen gleicht. Ja, dann bleibt nur noch eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein.